Wie stehen Also Sie mit dem dazu? Kubismus hat er gar nichts zu tun, auch wenn er Blöcke macht. Ne? Das hat aber nichts mit dem Kubismus zu tun, weil der Kubismus eigentlich ganz was anderes will. Ne? Nein, was er sicher wollte, war das klassische Prinzip, das durchzieht von Anfang bis zum Ende. Ne? Auch seine Vorbilder sind ja alles Bildhauer, die klassische Vorbilder waren, der Mayol, der Lembruck, das sind ja alles Bildhauer, die aus der klassischen Vergangenheit kommen. Ne? Und zudem hat er sich ja auch bekannt. Ne? Also er hatte das offen zugegeben. Es gibt sogar ein Buch, wo er ja furchtbar über den Picasso schimpft. Das hat er dann unterdrückt. Das hat man dann, das müssten Sie in der Nationalbibliothek auftreiben. Da gibt es das Buch, ich weiß den Namen nicht genau, ich habe es einmal gehabt und habe es jemanden leider geliehen und nie mehr bekommen. Und da geht er auf die Künstler als Geschäftemacher und so weiter los. Also schon sehr konservativ in der Grundeinstellung ist er natürlich. Aber das war halt nicht. Er ist eben von dem klassischen Prinzip ausgegangen, ne? Und hat natürlich auch in der Schweiz nur gegenständlich gearbeitet. Es gibt ja auch keine ungegenständliche Skulptur für ihn. So weit ist er nie gegangen, dass er schon bei den Grabstein vom Schönberg zum Beispiel, ne? Das ist nur so ein Stein, mit Schrift versehen ist, aber den er ja auch als Skulptur gesehen hat. Aber das ist ein sozusagen eine Art Monument für Schönberg. Ne? Also Kubismus überhaupt nicht. Und ich kann Ihnen jetzt nicht den Kubismus erklären. Das ist ein ganz anderes System dahinter. Ne? Mir ist nur aufgefallen, dass die Meinungen da wirklich auseinandergehen. Ja, und aber dass einige behält. Es kommt eben aus diesen Kuben, die er macht. Ne? Da drüben ist ja eine, ganz links ist eine, so eine Kube zum Beispiel. Ne? Die entsteht aber erst viel später. Das hat aber nicht mit Kubismus zu tun, sondern mit einem gewissen Ordnungsprinzip und mit eigentlich sehr stark auf Systeme bezogen. Ne? Also Systeme, das er selbst entwickelt. Ne? Also nicht einem Ismus zugehörig.